Hallo zusammen und willkommen. Wir alle haben höchstwahrscheinlich schon einmal in unserem Leben Sellerie probiert. Zunächst muss man zwischen Knollen, Bleich sowie Schnittsellerie unterscheiden. Alle Sorten des Selleries sind gesund und können in verschiedensten Speisen verarbeitet werden. In unserem heutigen Beitrag wird hauptsächlich über die gesundheitlichen Vorteile des Stangsellerie's berichtet. Um keine Gesundheitsvideos mehr zu verpassen, abonniere unseren Kanal und klick auf das kleine Glöckchen. Jetzt verpasst du keine neuen Videos mehr, die wir täglich für dich hochladen. Das grüne Gemüse wird meistens gerne mit diversen Dips zwischendurch genascht oder auch in diversen Gerichten verarbeitet. Er ist somit die wesentlich gesündere Alternative zu den fettigen Kartoffelchips. Darüber hinaus ist er ein idealer Helfer beim Abnehmen. 100 Gramm Stangsellerie haben gerade einmal 15 Kalorien. Er besteht zu 90% aus Wasser und wirkt somit entschlackend. Außerdem hilft er gut gegen Heißhungerattacken. Falls du Sellerie tatsächlich noch nie probiert hast, solltest du das unbedingt nachholen. Er schmeckt nicht nur lecker, er ist zudem auch noch sehr gesund. Das knackige Stangengemüse enthält unter anderem entzündungshemmende sowie krebsvorbeugende Inhaltsstoffe. In unserem Beitrag verraten wir dir, welche Veränderungen und Vorteile du daraus siehst, wenn du eine Woche lang Sellerie isst. Sellerie ist ein regelrechtes Powergemüse. Bereits im alten Ägypten wurde der Wildsellerie als Heilpflanze bei rheumatischen Beschwerden verwendet. In der traditionellen chinesischen Medizin wird Selleriesaft als blutdrucksenkendes Mittel genutzt. Somit ist es kein Wunder, dass der Sellerie auch heute noch ein beliebtes und gern verwendetes Mittel bei Rheuma und Gicht ist. Durch den hohen Kaliumanteil, den der Sellerie beinhaltet, wird dem Gemüse eine harntreibende Wirkung zugesprochen. Die häufige Entwässerung ist bei Gicht und Rheuma wichtig. Ein weiterer Vorteil ist die entzündungshemmende Wirkung des Selleries, die besonders bei Rheuma eine große Rolle spielt. Stangensellerie ist reich an antioxidativen Vitaminen wie etwa C- und B-Carotin. Außerdem enthält er eine hohe Menge an Polyphenolen. Diese wirken ebenfalls stark antioxidativ. In etlichen Studien wurde unter anderem schon festgestellt, dass Sellerie entzündlichen Krankheiten sowohl im Verdauungstrakt als auch in den Blutgefäßen vorbeugen kann. Somit ist ein weiterer gesundheitlicher Vorteil des Stangengemüses der Schutz des Magens. Man kann sogar einen Tee aus Sellerie kochen, der dem Darm gut tut und zugleich gegen Entzündungen hilft. Ein weiteres wichtiges Vitamin, das der Sellerie inneträgt, ist das Vitamin A. Vitamin A ist besonders wichtig für deine Augen. Wenn du also eine Woche lang Sellerie isst, kannst du damit deine Augen kräftigen und vielleicht merkst du sogar einen Unterschied in deiner Sehstärke. Auch deinem Herz-Kreislauf-System kannst du etwas Gutes tun, wenn du regelmäßig Stangsellerie zu dir nimmst. Durch die Polysaccharide, die sich im Sellerie befinden, wird die Entzündungsgefahr im Herz-Kreislauf-System stark gemindert. Auch der Cholesterinspiegel wird durch die regelmäßige Selleriezufuhr gesenkt, was ebenfalls zur Gesundheit des Herzens beiträgt. Stangensellerie enthält wie jedes Säulengewächs einen hohen Anteil an Apigenin. Apigenin ist ein Pflanzenfarbstoff, der die Vermehrung zahlreicher Krebszellen stoppen sowie die Ausbreitung von Entzündungen eindämmen kann. In Studien wurde sogar nachgewiesen, dass der Stoff zum Beispiel Tumore bei Brustkrebs gar schrumpfen lassen kann. Sellerie zählt zu den Top 10 Lebensmitteln, die präventiv Krebs am besten vorbeugen können. Das zeigt wiederum, welche Rolle unsere Ernährung in Hinsicht der Vorbeugung von Krebserkrankungen spielt. Was aber nun passiert, wenn du eine Woche lang durchgehend Sellerie isst? Personen berichteten bereits, dass Sellerie eine verjüngende Wirkung hat. Da er reich an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen ist, kann sich das positiv auf dein Hautbild auswirken. Dadurch wirkst du frischer und vielleicht sogar jünger. Du wirst dich energiegeladen fühlen, somit würde auch die Motivation für Sport steigen. Falls du Beschwerden mit deinem Magen oder der Verdauung hast, werden auch diese rapide abnehmen. Auch Gelenkprobleme können durch die Aufnahme von Sellerie vermindert werden. Stangensellerie wird außerdem eine beruhigende Wirkung zugesprochen, es kann also durchaus sein, dass du dich insgesamt entspannter und ruhiger fühlen wirst. Die gesundheitlichen Vorteile des Selleries überzeugen in vollem Maße.
Also spricht nichts dagegen, beim nächsten Einkauf das grüne Stangengemüse auf die Liste zu setzen. Es lohnt sich auf jeden Fall. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zusehen.